Schlechteste war schon definitiv die Einsamkeit, keine Leute um mich herum. Wenn du das machst, dann machst du das auch gewissenhaft und auch von den Gefahren und den Risiken musst du dir das gut überlegen. Ich habe mehr Gewicht verloren, als wir am Schluss gesehen haben, weil am Anfang war ich ja sehr seekrank gewesen. Und dann nachher habe ich noch gerade anschließend bin ich noch krank geworden und habe Antibiotika müssen nehmen. Es ist immer wichtig, dass ich wieder positiv sein konnte, weil es hat immer wieder kurze negative Momente gegeben. Und wenn man, wenn man in der Negativität hängen bleibt, dann ist das so ein Kreislauf. Ja. Die Erfolgsfaktoren für so ein Unterfangen ist definitiv Vorbereitung. Also Zeit investieren, um mal zu wissen, was will ich überhaupt, was ist das Ziel. Dann eben auch die verschiedenen Komponenten anschauen und durchdenken, was passiert, was mache ich, wenn. Was mache ich, wenn das nicht geht. Sozusagen einen Backup-Plan vom Backup-Plan haben. Und aber genau wissen, dass, wenn man dann in der Situation ist, dass es sowieso anders kommt. Also man kann alles durchplanen und nachher lässt man den Plan los, weil es kommt sowieso anders. Nur hat man zu jeder Möglichkeit hat man schon mal so ein Szenario durchgedacht und kann dann etwas Neues zusammenstellen, weil Tools hat man ja bereits schon. Das ist, denke ich, das ist sicher das, was mich in Antigua angekommen hat. Es war definitiv absolut kalkuliert. Und ich denke, ich war sehr viel sicherer, als ich jemals mit der Vespa im Verkehr war. Also vor allem im Feierabendverkehr. Weil ich habe wirklich die Sachen wie Helm anlegen, habe ich gemacht, indem ich mich immer angemacht habe am Boot. Indem ich immer die Kabinentür zugehauen, indem ich mir selber geschaut habe, meine Hände massiert habe, Sonnencreme angemacht habe. Und das war kalkulierbar. Und auch, dass dann vielleicht ein Hai vorbeikommt oder dass so eine Geisterwelle kommt, das habe ich gewusst, das habe ich einkalkuliert, aber ich habe die nötigen Massnahmen getroffen, dass es gut rauskommt und es ist auch gut rausgekommen. Es sind weniger Faktoren von außen, die gefährlich sind, wie im Straßenverkehr, weil dort hat es viel weniger Menschen involviert.